Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch, ja, zu einem neuen Angezockt. Wir wollen heute Wanted Dead anzocken, also sprich, dieses hier. Ich habe keine Kamera an, weil ich in 4K mit HDR aufnehme, damit ihr da so nah wie möglich an dem Ergebnis dran seid, wie ich es von mir hier sehe. Natürlich funktioniert das bei euch nur, wenn ihr das Video auf einem HD, also 4K HDR-fähigen Gerät anguckt. Also Fernseher, Monitor, etc. So, deswegen auch keine Kamera. Das funktioniert mit HDR nicht. Und ich werde das Video nicht rendern, nicht schneiden, nicht bearbeiten, gar nichts. Ich nehme das mit einer sehr hohen Videobitrate auf. Und lade das so unkomprimiert direkt hoch zu YouTube, damit, weil YouTube komprimiert das sowieso noch einmal. Aber dass da nicht durch viel Rendern oder Bearbeiten irgendwo was verloren geht, damit ihr wirklich so nah wie möglich an dem Ergebnis seid, wie ich es hier vor mir habe. Ich habe es schon auf Deutsch umgestellt. Also in Optionen, am Anfang war Englisch. Ich habe jetzt hier Systemsprache Deutsch. Untertitel an, Größe klein. Vibration, und dann habe ich alles so gelassen, außer ja, hier noch beim Sound habe ich, die Musik war auf 70, Soundeffekte 70, Stimmen war 70, und jetzt habe ich mir die Stimmeffekte mal auf 85 und, ach Quatsch, die Soundeffekte auf 85 und die Stimmen auf 95, damit man die halt immer gut hört. Helligkeit, wie gesagt, da ich mit HDR spiele, haben wir jetzt hier die HDR-Helligkeit. Ja, und Helligkeit der HDR, aber auch nochmal. Und da werde ich jetzt nichts verändern, weil das sieht bei mir jetzt hier ganz gut aus. Und im Aufnahmeprogramm, so wie ich es jetzt sehe, sieht es auch sehr gut aus. Ich bin mal gespannt, ob jetzt nicht nur das Menü deutsch ist, sondern auch das ganze Spiel. Wäre ja geil. Wir haben nur normal oder schwer, denn normal. Wollen wir nicht übertreiben hier. Ah, schade, nur deutscher Untertitel. Macht doch die Funzel aus, Alter. Grafik sieht so an sich erstmal ganz gut aus. Bei der Haare war gerade so ein bisschen. Aber vielleicht muss das so sein. Oh, die hat einen Roboterarm. I don't have time for this. Oh, hi there, Warden. This is going to get out of here. I know the president is super busy these days, but maybe you care less. You got my attention. Aber ich kann halt auch nicht zu laut machen, weil sonst ist wieder das Spiel zu laut. Lauter als meine Stimme. Who's on the team? Das kannst du halt im Aufnahmeprogramm echt schlecht anpassen. Also muss aber mir hier echt mal nachlegen. No parole. Damit man das ein bisschen genauer sieht. Oder auch so einstellen, wie das, oder dass das irgendwie möglich ist, dass das in der Aufnahme fest eingestellt wird und dass ich hier laut und leise machen kann, ohne dass das irgendwelche Auswirkungen hat. Wenn man mal was schwerhöriger ist. Also da, wenn ich, muss ich auch ehrlich sein, also da haut mich jetzt so die Grafik gerade gar nicht so vom Hocker. Ui, Stabsein. Lieutenant,
Runter, du. I have some eggs, beans, bacon, make a force line. Also ich würde jetzt nicht sagen PS3-Grafik, so wie viele von euch denn immer, wenn sie irgendwas drunter heben wollen. Weil die Gesichter sehen sehr gut aus, wenn ich mir die so angucke. Aber die Farben irgendwie... Very hard to digest. Some orange juice and a pack of smokes. Tomato soup and coffee. Make it Irish. Uh-huh. Und es ist wieder total leise. Ich habe hier schon alles hochgeschraubt, aber... Also, ich weiß nicht, wie es nachher sein wird im Dings. Ich hatte die jetzt 5-mal getestet. Dass ich halt die richtigen Einstellungen habe. Also im PlayStation-Menü und so. Normalerweise ist es so in der Aufnahme auch so. So wie ich es hier höre, hört ihr das dann auch. Und das ist, und noch höher kann ich nicht machen. Also noch lauter geht nicht. Weil dann ist wieder zu laut irgendwie. Können wir mal hier ein Stück drehen dran. So. Gucken, ob das jetzt besser ist. Today is a bad day for Dow. Yesterday the shares were still trading below their IPO price of $72 at $28.97 per share. Without a clear counterpart on the public market, Dow remains difficult to evaluate. In order to justify its current market valuation, investors need to take a big leap of faith that the millennials and later generations will forego ownership of a synthetic and opt instead for reliance on orthodox substitutes. Synthetic workforce will continue to be used as a convenient supplement. Here goes my bonus. The police declared an unlawful assembly and deployed Dower's latest battle droid to disperse the crowd. At least 18 people were killed in the incident. Frankie, this shit is incredible. This shit will get you killed. Not today. Stone, we got a call. 2 blocks away. Someone triggered the silent alarm at Dower. So? I got a call from mainland. Oh, sorry, Leute, das kann ich mir echt nicht. Das kann ich mir nicht geben, ey. Es sieht nicht schön aus, die Videosequenz. Und dafür sieht es. Also, die Videosequenz sah grottig aus, muss ich echt sagen. Zum Schluss jetzt hin. Aber hier, das geht. Ist aber wirklich.
aber schön, was mit wieder, wo man mal Deckung machen kann. Könnte man auch mal wieder rausbringen, einen schönen Deckungsshooter. Ich habe am Anfang schon Trophäen. Trophäen insgesamt. Ist ja mal für viele von Any updates? What we know so far is that an unknown strike team attacked Dower Synthetics at 2100 hours. Busted it, barricaded inside and turned off the grid. Also die Videosequenzen sehen grottig aus. Komm, lass mal das dann. Das Ding macht mehr Schaden mit Schalldämpfer. Der Rückstoß ist weniger. Aber die Genauigkeit geht runter und die Panzer brechen hoch. Und ich weiß nicht, was für Gegner hier kommen. Na, gucken wir mal ab. Vielleicht kommen wir ja. Normales Visier. Hier ist die Genauigkeit besser, aber der Rückstoß. Wenn man normal genau ist. Ja.
geht bei allen irgendwas hoch und runter. Ne, wir nehmen einfach ganz normal. So. Ja, Entfernung reicht. Okay, mark and load. Das Licht sieht gar nicht mal so schlecht aus. Wenn man jetzt hier so in Licht reinguckt, ist es da wirklich hell, aber ich kann trotzdem nur alle drin sehen. Okay. Careful, quick, come over here. Die Steuerung ist noch ganz okay. Uiuiuiui, ist gar nicht so leicht, wie man gedacht hat, ja. Okay, lock and load. Careful. I don't think anyone would mind. Ah!
Hab ich ihm die Arme abgehackt? Ja! Geil! Öffne Fähigkeitsbaum. Bullet Time. Moment, ich nehme gerade auf. Scheiße, und schon wieder tot, oder? Ah, ich bin besser gewesen. Bin wesentlich besser gewesen. Scheiße, hier vorne an. Careful, there might be an ambush. You can still fight, right? See such a place like this. I don't think anyone would know. You gotta watch out. Mist. Is that all of them? Alter, wie lange brauchen die denn, bis die verrecken? Let's take care of these guys already. Let's not get careless. Ach, leck mich doch am Arsch, echt jetzt. Die haben diese verfickten Granaten, ey. Stone, enemy troop. Okay, lock and load. Careful, there might be. Gotta watch out.
Energie wäre aber nicht schlecht. See such a place like this again. I don't think anyone would mind taking one little souvenir. Can't wait to get back and hit the enemy reinforcements. You okay? Willst du mich wo? Them.
guard. Fire away! Grenade! Fire away! Grenade! Will ya? On your guard. Das war jetzt noch gut. War doch was lila nicht. Wie bescheuert, Doktor? Vielleicht kommen wir da ja noch hin. Die ist ja auch blockiert. Back now. It's a fucking enemy maze. Reinforcements. Scheiße. Kannst gerade heilen. Kommst du echt besser mit dem Schwert durch, weil mit Waffen brauchst du ja ewig hier. Grenade!
bisschen schlecht ausbalanciert, würde ich sagen. Schon wieder alle Gläser. The shutters over there. Stone, enemy troops. Spread out. Nice. What do you think? There are still enemies there. Who's told? Grenade!
suck. If you were shooting for shit, you wouldn't get him. How does it feel to be an old grumpy alcoholic? I don't know. How does it feel going down in your system? Oh, aha. Expect to get drenched. On your guard! Reinforcements. What do you think? Great. I didn't expect to get drenched. On your guard! Still with us, boss? So, also Kampfsystem, so schlecht ist es nicht. Aber einfach definitiv schwächen. Irgendwie man kommt nur mit dem Schwert am besten durch. Mit dem Gewehr ballerst du rauf wie ein Bescheuerter. Bis der dann mal wirklich tot ist. Gut, die sind ja auch gepanzert. Aber ich würde es jetzt hier auch nicht weitermachen wollen. Ehrlich gesagt.
Ich denke mal, im Team könnte es Spaß machen, mit Freunden zusammen, wenn es Koop unterstützt, was ich nicht will. Wollen wir gleich nochmal angucken werden. Ja, mal gucken. Hat zwar jetzt nicht so den Anschein gemacht. Also die Grafik so von dem Bild sieht geil aus. Im Spiel auch. Aber die Videosequenzen, die sind wirklich grottig. Also da muss ich nichts vormachen. Die sind nicht schön. Überhaupt nicht schön. Ein Spieler, Online-Spielen optional. Online-Spielen optional, ja. Für sich einzigartig brutalischer Finisher. Wir haben jetzt in der kurzen Zeit 10 Trophäen verdient. Nicht wundern, das dauert momentan nur bei mir so ein bisschen lange. Ich habe die Beta drauf. Und ja, ist halt eine Beta. Ist halt keine volle Software. Alles Trophäen, die häufig vorkommen. Jetzt nichts mit bei, was jetzt mal selten ist oder irgendwas dergleichen. Machen wir hier den Abschluss hier. Ja, wie gesagt, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Auch hier mit dem Blut und dass du die Arme abpacken kannst und alles. Das ist gar nicht mal so schlecht. Aber wenn du hier, erstmal hast du mal wenig Munition. Ich bin halt sowieso nicht der gute Shooter-Spieler. Also du musst wirklich schon Kopfschüsse machen hier. Damit das halbwegs was bringt. Weil so auf die Uniform zielen bringt halt nicht so wirklich viel. Ich habe keine Granaten. Die haben hier ständig irgendwelche Granaten. Ich habe hier noch nicht einmal Granaten bekommen. Und ich bin schon wieder tot. Ja, also. Ich weiß nicht. Gucken mal. Sammlung. Also sind nur die Sachen drin, die wir hier sammeln, so zwischendurch. So. Fähigkeitsbaum. Ah, wir können jetzt hier auch neue Sachen freischalten. Noch mehr. Endlich Granaten. Oh, ich habe auch ganz schön viele Fähigkeitspunkte jetzt. Warte mal hier. Was ist das? Ich nehme einfach mal alle Grunddinger hier. Rüstung verstärken. Das klingt ganz gut. Nicht mit einzelnen Punkten ist mit. Eine Punkteanzahl verbunden, also 400, 800, was weiß ich. So, kostet das hier oben. So, das kann ich jetzt nicht mehr gucken. 800, 1500, 1500, 1300, 1200, 500, 500, 1000. 2500.
Oh, jetzt haben wir neue Sachen dazu gekriegt. Wir haben Ausbildung dazu gekriegt und Minispiel. Optionen. Einrichtung. Da kannst du da wohl weiterspielen. Sammlung. War gerade ein bisschen ratlos, was ich dazu sagen soll. Schön, dass er drin ist, ja klar, aber nur die Standarddinger, nicht irgendwie, dass man hier Training Level 2, Level 3, Level 4, das kommt später, aber Höchstpunktzahl. Ja, wie so ein Parcours, wenn man hier schon so was machen kann, dann kann man da noch einen dritten Punkt drin machen. Minispiele. Das können wir ja nochmal testen. Zurecht hier. So. Haben wir geübt. Auf geht's.
Oh. Ich würde sagen, ich habe eigentlich alles gesagt. Es macht Spaß da. Gerade weil es schwer ist. Aber das Ausbalancierte, das halt. Also ich glaube nicht, dass man sich nur mit dem Schwert fortbewegen sollte, also umgehen sollte. Man sollte auch mal schießen. Aber dafür finde ich, hat man zu wenig Munition, die man bei sich tragen kann. Die Munition wirkt nicht wirklich was beim Gegner, wenn du auf den Körper schießt. Du musst schon wirklich schon Kopfschüsse machen. Schüsse. Die Grafik von den Videos ist nicht zeitgemäß. Wirkt sehr altbackend. Wobei die Grafik vom Spiel selbst, wenn du im Level bist, ist wieder okay. Das ist schwer zu sagen. Schwer zu sagen. Also ich denke mal, einigen wird bestimmt sehr gut gefallen. Gerade weil es halt schwer ist und halt, wenn man dann so in Stück für Stück vorgeht. Wenn das jetzt noch Co-op aber wäre, ein schöner Deckungsshooter. Ich erinnere mich noch an Army of Two damals. Oh, und hier vor allem, man hat hier 4 Leute. Wenn das ein schöner Deckungsshooter wäre, mit 4 Leuten gleichzeitig. Also, dass ich mit 3 Freunden das schön spielen könnte. Das wäre geil. Sowas würde ich mir wünschen. Oder alleine mal wieder ein schöner Deckungsshooter, den man mit einem Kumpel wieder zusammenspielen könnte. So wie Army of Two. Das wäre geil. Das würde ich mir wirklich wünschen. So, nichtsdestotrotz, wir sind jetzt hier schon bei einer Stunde. Das Video wird wieder extrem groß werden von der Datei her. Wird ewig lang dauern zum Hochladen bei 4K HDR, aber egal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Rodin.